Kobi präsentiert uns jetzt seinen zu einem neuen Vlog auf unserem Kanal. Nicht wundern, ich habe heute mal wieder eine Brille an. Ich habe nämlich heute Morgen mega die komischen Augenschmerzen gehabt, als ich wach geworden bin. Deswegen habe ich mir lieber vorsichtshalber mal die Brille angezogen. Und ich sehe im Allgemeinen nicht so wirklich gut heute aus. Ich habe einen Schlabberpulli von Kobi an. Ich fühle mich heute irgendwie nicht so nach fertig machen. Deswegen ein bisschen schlabberig unterwegs. Ich bin jetzt gerade auf dem Sprung, einkaufen zu fahren. Denn heute ist, was haben wir heute genau? Donnerstag. Morgen ist Freitag und Samstag ist die Silberhochzeit von Kobis Eltern. Und ich habe ja gesagt, dass ich die Torte mache. Und dafür fahre ich jetzt schon mal einkaufen, weil ich die morgen schon mal backen möchte. Dafür muss ich einmal in einen normalen Einkaufsladen, um so ja normale Sachen wie Sahne und so zu holen. Und auch vorher einmal in einen richtigen Backzubehörladen, weil ich dann noch ein paar Sachen brauche. Deswegen tue ich jetzt hier einmal alles rein, was ich brauche. Den Zettel, Sekunde. So, Zettel. Autoschlüssel, Haustürschlüssel, Kamera habe ich dabei. Sehr gut. Und vorher gehen wir noch einmal in die Waschküche. Ich wollte nämlich was ausprobieren. Machen wir aber jetzt gleich. Es sind alle Fenster zu. Passt. Jetzt gehen wir erstmal los. So. Es werde Licht. Hier ist noch ordentlich Wäsche, die muss ich gleich auch noch abhängen. Also, ich wollte was mit unserer Waschmaschine ausprobieren. Sekunde. Ich stelle euch jetzt mal gerade dahin. Also, ich habe etwas gekauft und zwar Waschmaschinen-Hygienereiniger. Hör mal, jetzt kriege ich die ganze Zeit Benachrichtigungen. So, genau, die Waschmaschine stinkt zwar nicht, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, wenn ich nicht genug Waschpulver und Weichspüler rein tue, hat die so einen komischen, leichten... müffelig, also na nicht so, also wie sage ich das? Also es riecht nicht nach frisch gewaschener Wäsche, sagen wir mal so. Und ich wollte es einfach mal, ich glaube, also ich habe die noch nie wirklich mit sowas gereinigt. Ich weiß nicht, ob sowas notwendig ist. Ich mache es jetzt aber einfach mal. Gegen unangenehme Gerüche entfernt 99,9% der Bakterien. Reinigt hygienisch von innen, saubere Maschine für frische Wäsche. Und das wollte ich jetzt mal machen. Ich weiß nur nicht, was, wie das funktioniert. So, Anwendungen. Den Packungsinhalt 250 Gramm. Ist also alles, denke ich mal. Ja. Direkt in die Waschtrommel geben. Okay. Hauptwaschgang mindestens 60 Grad. Ohne Vorwäsche, ohne Waschmittel, ohne Wäsche starten. Nach der Reinigung der Maschine ist diese sofort wieder einsetzbar. Okay. An ihrem Auto gewesen? Wann? Ja, heute? Ja, ich weiß nicht, die Tage, weil es stand ihre Tür die ganze Zeit offen. Ja, das habe ich gesehen. Ah, okay, ja. Die Kleine, die hat was rausgeholt. Ah, und nicht, okay, ja gut. Okay, ich habe bei Ihnen geklingelt, aber Sie hatten nicht aufgemacht. Ich wollte nur Bescheid geben, aber nicht, dass irgendwas passiert ist oder so. Nee, okay. Ja, okay. Ja, okay. So gelassen. Okay, nee, alles gut, dann ist okay. Bis ich es gestern auch gesehen habe. Ja. Na, ich habe immer mal ein Auge drauf gehalten, ist nichts passiert, ne? Aber man, ich wusste jetzt nicht genau. Es ist gerade ein Nachbar reingekommen, deswegen habe ich jetzt nicht weiter geblockt. Also, ich mache es jetzt euch mit euch zusammen. Also, hier einfach das Ding aufmachen und jetzt in die Wäschetrommel. Okay, dann kippen wir es jetzt einfach mal hier rein. Ob das so richtig ist, Freunde, sei mal dahingestellt. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, hier in dieses Waschpulverfach, aber nee, ohne ihn direkt in die Waschtrommel geben. Ja gut, haben wir gemacht. So, Tür zu, Hauptwaschgang. Was ist denn ein Hauptwaschgang? Baumwolle, Vorwäsche, Vorwäsche, Feinseide, Wolle. Ja, ich mache jetzt einfach mal was ist denn ein Hauptwaschgang? Ja, einfach Baumwolle ist ein Hauptwaschgang. So, 60 Grad. Umdrehungen ist egal. So, und Start. Hoffen wir mal, dass die Waschmaschine nicht explodiert, wa? Okay, jetzt ist es zu spät.
Na gut, dann lassen wir das Ganze mal laufen und wir gehen jetzt einkaufen. So ihr Schnuggis, ich bin jetzt gerade in dem Kuchenladen gewesen und habe auch schon das geholt, was ich wollte. Mega doof, ich wollte für euch filmen, aber ja, es ist ein relativ kleiner Laden gewesen und die Frau war jetzt auch nicht gerade die freundlichste, wenn ich ehrlich bin. Und ja, dann habe ich es einfach gelassen. Ich kann euch aber nachher zu Hause zeigen, was ich geholt habe, beziehungsweise kann ich es euch auch einfach sagen. Ich habe so einen Kuchenring geholt, den man verstellen kann, weil ich mache eine Torte, wo die unterschiedlich hoch, also unterschiedliche Breite haben. Und da brauche ich einen, den man verstellen kann. Dann habe ich noch so eine Glasur geholt für obendrauf und eine Schablone. Und ja, all sowas, was es eigentlich auch im Supermarkt gibt, aber was ich glaube, was in so einem richtigen Kuchenladen halt einfach ein bisschen professioneller ist und auch ja eine bessere Qualität hat. Ich stehe gerade beim Kobi vom Büro. Ich bin gerade bei McDonald's gewesen. Ja, ich habe letztens erst in dem Vlog gesagt, dass wir nicht oft da sind. Sind wir auch wirklich nicht. Aber momentan, also den einzigen Burger, den wir da essen, ist dieser Fish-Mac. Dieser Filet-O-Fisch. Und momentan gibt es halt diesen Coupon 50% auf Fish-Mac. Also quasi kauf zwei und du kriegst den anderen gratis. Und ja, deswegen habe ich das gerade geholt. Und Colby liebt ja so sehr Pommes. Und dann gibt es halt gerade auch zwei Pommes zum Preis für einen. Also genau das gleiche Angebot. Ja, weil ich noch nichts gegessen habe heute und mega Hunger hatte, bin ich da vorbeigefahren und habe mir einen geholt. Und habe Colby auch einen mitgebracht und wollte ihm den eigentlich gerade geben. Aber jetzt ist mir eingefallen, wir haben 14.10 Uhr. Und um 14 Uhr sollte er seine Oma abholen und zu so einer Veranstaltung quasi fahren. Und ja, das heißt, der ist jetzt gerade nicht da und ich stehe jetzt hier gerade im Auto und werde beobachtet. Ja, super. Okay, creepy. Ja, auf jeden Fall warte ich jetzt hier auf ihn, damit ich ihm seinen Burger geben kann. Er weiß nicht, dass ich hier stehe. Ich bin gespannt, wie er reagiert, wenn er jetzt gleich mit dem Auto hier reingefahren kommt. Und ja, jetzt tue ich die Kamera erstmal weg, weil hier steht ein Mann und der guckt mich ganz komisch an. Okay, übertrieben witzig, Leute. Kobi hat mir gerade geschrieben, er weiß ja nicht, dass ich hier bin. Ich habe vorhin, als ich kurz bei McDonald's gewesen bin, habe ich ihn gefragt, ob er Mittagspause machen möchte und kommen möchte. Da meinte er halt, nee, das geht nicht, weil er halt die Oma wegfahren muss. Und jetzt hat er mir gerade eine Sprachnachricht gemacht. Yo, bist du noch bei Mc's? Oder bist du schon weitergezogen? So, das heißt ja, er würde dann vorbeikommen, wenn ich noch da wäre. Habe ich geschrieben, nee, ich bin weg. Und dann hat er die Sprachnachricht gemacht. Oh Mann, ich habe heute kein Glück, scheiße. Okay, ich bin jetzt gleich wieder zurück an der Arbeit. So süß einfach. Das heißt, er denkt jetzt absolut nicht, dass ich hier bin. Voll cute. Ich lasse die Kamera jetzt einfach mal an. Aber es kommen ja einfach so zwei Leute. Das heißt, ich kann ihn jetzt gleich nicht begraben. Jetzt muss ich ein bisschen weiter hier wegfahren. Das nervt ja unfassbar. Okay, der eine geht jetzt wieder. Okay. Oh, er geht doch nicht. Naja, ich muss woanders hinfahren. Jetzt stehen diese Leute hier. Oh, was nervt der denn jetzt so, dieser Typ? Oh nein, die Kamera hat gleich keinen Akku mehr. Ach Mann, jetzt kann ich es nicht laufen lassen. Na, jetzt ist er gerade gekommen. Oh mein Gott, was machst du denn hier? Hallo, Kamera hat einfach keinen Akku mehr. Hi. Ich habe gewartet die ganze Zeit. Hallo. Dankeschön. Bitte. Guck rein. Ich hatte erst zwei Pommes für dich, aber dann habe ich selber eine gegessen. Geil, dankeschön. Bitte, ich muss die Kamera ausmachen, kein Akku mehr. Verdammt. Tschüss. Bis später, Leute. Leute, ich werde gleich verrückt. Ich suche seit einer halben Stunde Schokoküsse. Aber denkt ihr, ich finde die? Ich finde keine Schokoküsse. Ehrlich, ich werde gleich verrückt. Schokoküsse, Schokoküsse, wo seid ihr? Hä? So ihr Lieben, bitte nicht erschrecken, warum ich jetzt so krass geschminkt bin. Ist man ja gar nicht von mir gewohnt, aber ich musste das machen für ein Instagram-Foto. Und jetzt haben wir schon 18 Uhr, 10 vor 18 Uhr, 10 vor 18 Uhr, 10 vor 6. Und um 19 Uhr macht der H&M zu und Schatzi kommt jetzt auch da gerade. Und wir müssen jetzt zu H&M, nicht wahr? Ja. Wir müssen uns nämlich was kaufen und der hat nur bis 19 Uhr auf, deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Und ich hatte keine Zeit mehr, mich abzuschminken. Hauptsache du sagst, wir müssen was kaufen, die Leute haben es im Titel schon gelesen. Ja, meine Jüte, gut, ist ja gut, ist ja gut, beruhigt euch. Und, was gefunden? Ich bin am Gucken. Was hast du da? A Red Hemd and schwarze kurze Black Jeans. Das ist halt Sommer, deswegen. Ja, das stimmt. Sollte man. Ist halt Sommer, deswegen. Eine lange schwarze Hose ist schon hart, auf jeden Fall, das stimmt. Oder?
Ja, und ich will auch eine kurze, glaube ich, machen. Also ich war jetzt gerade mal da hinten bei den Frauen und da ist einfach absolut nichts gewesen. Das ist alles sehr hässlich gewesen. Und ja, ich springe jetzt gleich mal gegenüber vom H&M, ist glaube ich ein Vero Moda, da springe ich gleich mal kurz rein. Ansonsten ziehe ich ein Kleid an, was ich schon zu Hause habe. Damit haben wir auch schon mal ein Foto auf Instagram gepostet. Das hat so eine ähnliche Farbe wie meine Tasche. Das Foto ist das gewesen, was wir vom Schloss gepostet haben. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so ein ganz langes Kleid. Genau. Ansonsten ziehe ich das an, aber mal schauen. Hallo. Kobi präsentiert uns jetzt sein Hemd. Ich habe nur das Hemd, alles andere passt mir nicht. Wir müssen uns beeilen, weil sonst ist GEMA. Musik ist zu laut. Oh. Aus, Leute. Oh, ich liebe es, wenn er sowas anhat, ne? Das okay. Ja, können wir ja dann gucken. Oh Mann, die Musik ist zu laut. Okay, wir müssen schnell wieder ausmachen. So, wieder zu Hause, umgezogen und man glaubt es kaum. Dieses Schatzi war gerade joggen, während ich ein bisschen aufgeräumt habe zu Hause. Sehr stolz. Danke. Schreibt mal alle Hashtag, wir sind... Kobi in die Kommentare. Oder Hashtag Kobi, wir sind stolz auf dich, wenn es eigentlich zu lang ist. Und wir müssen unserem Vermieter endlich mal sagen, dass er hier neue Lampen reintun soll. Wunderschön, wir sind unterwegs mit Name. Mit hier alle möglichen Mann. Ey, wir haben Chris, Golden Carina. Hour gerade, Leute. Ja, Mann, das ist echt wow, richtig, das ist richtig schön. Und ja, auf jeden Fall, ja, keine Ahnung, was bei denen wieder abgeht. Halb rechts abzubiegen auf kleine Rutschgasse. Alles klar, auf jeden Fall gehen wir jetzt essen. Sushi, ne? Sushi. Super, ey, Leute, Sushi. Nein, jetzt muss ich das zensieren. Ich muss doch nicht zensieren. Zensieren. Ja, eigentlich müsste ich es, glaube ich, echt, oder? Ja, ich würde schon auch sagen, dass einfach den Leuten, was reimt sich auf Sushi? Ja. Na klar, Holz. Oh Mann, das ist so blöd auf YouTube geworden. Egal, wir fahren da jetzt auf jeden Fall mal hin und gucken mal, wie lecker das ist, ne? Wie lecker die schmeckt. Die Sushi. Holy shit. Oh mein Gott, das sieht so gut aus. Richtig schöne Sushi-Bar hier. Ist echt geil. Ja, alle machen Storys, als sie das laden können. Ich glaube, das wird irgendwie zu so einem kleinen Ritual jetzt hier, ne? Dass wir morgens immer zusammen hier sitzen und ich euch verabschiede. Naja, wenn euch der Vlog gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, schreibt einen netten Kommentar, abonniert diesen Kanal, folgt uns auf Instagram, ist hier eingeblendet und dann würde ich sagen, im Namen von mir und mir, wir haben euch lieb, das Intro wird aber kürzer, ich muss leasen, bis dahin, ciao. Thank you.